Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wir spielen noch nicht gegen das Team of the Week. Ihr wisst ganz genau, warum wir hier sind. Wenn ihr oben ins Eck schaut, wisst ihr ganz genau, was Sache ist, warum wir hier sind. Hood Challenges, ja, sehr cool. Complete Challenges for Collectibles and Redeem in Sets for Rewards. Ihr könntet diese 89er Plus Sets auch noch machen. Das ist witzig, wie beschissen wenig Münzen man da kriegt. Das ist einfach schade. Das ist einfach schade. Aber deswegen sind wir heute nicht hier. Wir sind hier, um zwei Packs aufzumachen. In Hoffnung, dass in einem Pack bereits Moritz Seider drin ist. Denn wir haben hier ganz, ganz viele ungeöffnete Packs. Ihr seht es selber schon. Und hoffen jetzt einfach mal, dass in einem dieser Packs Moritz Seider drin ist. Summer of Chell Collectible. Jake Günzel. Somit wird da keiner mehr drin sein. Hoffen wir, dass das im zweiten ist. Ansonsten müssen wir uns den anderweitig zusammenbauen. Ja! Nice! Direkt im ersten ist er drin. Wir sind im zweiten, aber als erstes Objekt drin. Hammer! Und das erlöst, oder was heißt erlöst, und das erübrigt uns die einfache, die Aufgabe, deutsche Sprache, schwere Sprache, die Aufgabe um einiges. Um wirklich einiges, denn wir können jetzt hier mal die ganzen Collectibles aus den Packs rausholen. Das heißt, wir haben Moritz Seider im Team. Für den Rest des Jahres. Muss aber gestehen, das war wirklich das allerletzte Pack-Opening dieser Art. Also wirklich einen Meisterspieler bauen. Weil es geht einfach nicht mehr anders. Es geht einfach nicht mehr anders. Ich hoffe einfach tatsächlich, dass die restlichen Objekte, die dieses Jahr noch rauskommen, alle Summer of Chell sind. Dass wir da wirklich irgendwie, weiß nicht, die anderen Objekte, die jetzt vielleicht noch keine 99 haben, irgendwie noch updaten können, so wie Perry und Getzlaff oder Trevor Seagrass irgendwie noch updaten können auf 99. Wobei, das bräuchte man eigentlich gar nicht mehr, wir haben ja das Team of the Season Objekt. Aber das wäre so das, was ich gerne mir wünschen würde, gerne zu haben. Und tatsächlich muss ich sagen, würde das Side-Objekt niemals ändern, weil ich dieses Design dieser Objekte diese Objekte einfach so nice finde. Das ist so gut gemacht mit diesem Puck im Wasser. Würde am liebsten alle drei Karten machen, ohne Witz. Aber das ist vielleicht nächstes Jahr dann möglich, dass man, wie gesagt, mal wirklich sagen, okay, wir nehmen Madden und Ding ein bisschen zurück und konzentrieren uns auf das, was wir haben mit NHL und bauen auf NHL auf. So, Moritz Seider. Das bedeutet natürlich, oh, mal K in die letzte Reihe. Klingbeck in die zweite Reihe. Und Moritz Seider. Änderung speichern. Den dürfen wir jetzt mal updaten. Mit Summer of Chell Objekten. Let's go. Nochmal 11 schon beim zweiten Rang, weißt du? Alter. Waren gut investierte 180.000 Coins, muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen. Und zwar jetzt 15. Hinterher. Ich
um 26 nochmal hinterher. Jawohl. Der letzte Shift sind 30. Ja, er hat eh schon hier aktiviert, schneller Pick. Das ist eh schon gut. Da kommen nochmal 30 dazu. Es müssten eigentlich jetzt genau 30 sein, die übrig bleiben. Weil Günzel haben wir noch nicht eingetauscht. Das sind genau 30. Perfektion. Nice. So. Den können wir noch tauschen. Ich muss gerne irgendwas anderes. Hammerschuss oder so. Magier haben wir auch nicht. Schlenzer haben wir auch nicht. Hammerschuss, nee, haben wir auch nicht. Ausgang Dunkel können wir nur Dieb geben. Also mit 77 Bullies, 97 Tempo. Das heißt, muss ich sagen, Tempo ist mir relativ wurscht. Beschleunigung ist wichtig. Solange ist die Eisfläche dann auch nicht. 99 Moritz Seider. Geiler Scheiß. Die 53, hat die bei uns die 53 irgendjemand schon? Nee, gell? 53 hat niemand bei uns. Nee. Nee. Die hat niemand. Sehr schön. Sehr schön. Geil. Freut mich. Nice. Tatsächlich, der Knipser müsste uns jetzt den Knipser genau um 1 wieder aktivieren. Genau, Verteiler, Knipser haben wir genau. Auf Biegen und Brechen beide aktiv. Aber sie funktionieren. So, wir haben natürlich jetzt wieder oben einen Fähigkeitenpunkt frei. Das ist natürlich ärgerlich. Blitzstart, außerkornes Vorbild. Außerkornes Vorbild könnten wir zu 3 offen machen. Die Frage ist, wer von den anderen hat irgendwo noch 3 Punkte, wo wir sagen, boah, wenn er die noch hätte, brutalst. Oder wir geben Yossi außerkornes Vorbild und nehmen Sigrist dafür einen Punkt weg. Was ist das? Genau. Jetzt könnten wir Seagrass weggeben zum Beispiel. Nehme ihm das ganze allein weg, weil so oft kommt Seagrass nicht zu Penalties oder Breakaways. Wenn wir aber Yossi außerkornes Vorbild dazu noch geben und er wirklich mal treffen sollte, ja, ist es was anderes. So, Änderung speichern. Alter, wir haben Moritz Seider. Nice! 2 Deutsche, 3 Seitel und Seider in der Mannschaft. Das freut mich sehr. Das heißt, wir können uns morgen gegen die ganz Großen stellen, gegen das Team of the Week. Mal schauen, wie das ist dann. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao mit V.